Fine Ratte. Und ein Rad ist klar. Das Teil muss zur Leiter rüber. Ich muss nach rechts drehen. Wenn man das schon mal weiß, ist alles besser. Muss der Schatten. Huhuhu. Knappes Ding. Muss das Teil zur Leiter rüber? Ich weiß ja nicht. Ich mach's einfach mal. Wahrscheinlich war das jetzt unnötig. Oder auch nicht, da die Leiter kaputt ist. Hat doch richtig. Ja gut, Geronimo. Rein in den Kessel. Ich kann jetzt unter Wasser atmen. Wahrscheinlich muss ich einfach hier wieder raus. Ja. What the fuck ist das denn bitte? Holy shit. Schaut es euch an. Hier drüben ist, glaube ich, nichts. Nee. Aber das ist ein Knopf. Das sieht crazy aus. Was ist das hier für ein Loch? Bringt gar nichts. Was hat das jetzt gebracht? Die Luke zu schließen? Hä? Okay, das ist der Kessel. Aber was hat das jetzt gebracht, die Luke zu schließen? Wenn ich wieder drauf drücke, ist wahrscheinlich die Luke offen. Ja. Kann ich irgendwie mehr Wasser reinlassen?
schieben kann ich denn nicht. Ah, jetzt kann ich den schieben. Okay, wieso auch immer ich den brauche. Und wie nehme ich den jetzt hier mit? Nach oben? Das ist eine schlechte Idee. Vielleicht so. Okay, hat geklappt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Deshalb ist die Luke hier. Das Teil geht hoch. Ich schließe die Luke, wenn es oben ist. Jetzt. Nice. Haben wir jetzt den zweiten Katapulter? Keine Ahnung, wie ich die nennen soll. Auf jeden Fall haben wir jetzt zwei davon. Was uns das bringt? I don't know. Kann ja wahrscheinlich nicht den aktivieren, den draufstellen, den aktivieren. Doch, das ginge. Das war schlecht. Ich muss den zuerst aktivieren, dann den anderen. Nee. Nee. What the fuck? Holy. Wie das aussieht. Inception lässt grüßen, oder was? Hat nicht mal einen Kopf. Der hat keine Beine. Alter Schwede. Gut, ich habe den Knopf getroffen. Ah, hier oben kann ich was machen. Das war gar nicht für den Knopf gedacht. Kann ich sonst noch was herausziehen? Was auch immer ich hier mache. War das schlau? Ist das denn der richtige Weg hier oben oder? Ich glaube fast ein bisschen. Aber für was ist denn der Knopf dort? Das möchte ich mir nochmals anschauen. Ich glaube, da brauche ich diesen Katapulter. Wenn ich hier jetzt nochmals rauskomme, ohne zu sterben, natürlich. Was vielleicht fragwürdig ist. Gut, dann hat sich das erledigt. Dafür spule ich jetzt nicht zurück
oder lade einen anderen Speicherstand, habe ich halt schon wieder was verpasst. Schade. Ich gehe ja sonst schon oft eigentlich links statt rechts, um zu schauen, ob dort irgendwas ist. Ich dachte eben, den Knopf müsste ich von oben drücken, aber das ist wohl nicht der Fall. Kann man zwar, aber man stirbt dabei. Ab diesem Sprung überlebt der Typ wieder. Wahrscheinlich genau gerade so viel, dass man hochspringen kann. Okay. Irgendwas übersehe ich schon wieder. Kann man was vom anderen Raum hier reinnehmen, das vielleicht schwebt oder... Wahrscheinlich. Ja, die Kiste wahrscheinlich. Natürlich. Gut. Hat natürlich keine Markierung, dass man die mitnehmen kann. Zum Teufel machen die mit diesen Menschen? Wieso ist dort ein Junge dabei? Muss man echt nicht verstehen. Ich finde es cool, dass man hier die Sicht wie aus diesem Überwachungsraum hier hat. Und das ist so gedämpft. So sollten wir jetzt rüberkommen. Crazy. No!
Ich habe nicht gesehen, wo die Wassergrenze ist.